Ich stelle euch heute mal das Mikroskop vor, wie so ein Mikroskop aufgebaut ist, damit ihr mit euren Schülern gut experimentieren bzw. mikroskopieren könnt. Dazu braucht ihr als allererstes mal Strom, den wir hier haben. Ihr verbindet das Mikroskop mit dem Stromkabel und dann kann es auch schon fast losgehen. Wir starten hier oben. An dieser Stelle haben wir zunächst das Okular, das ziemlich empfindlich ist. Das steckt in dem Tubus. Dann weiter folgt der sogenannte Objektivrevolver, den man hier, wie man hören und sehen kann, verdrehen kann. Es gibt unterschiedliche Stärken der Vergrößerung. Wir haben hier drei verschiedene Objektive. Man stellt zunächst das kleinste Objektiv ein. Dann seht ihr hier den Objekttisch mit den beiden Klemmen. Und dann im unteren Bereich, wenn ich das Mikroskop einschalte, kann ich hier an diesem Rädchen das Ganze, das Licht einschalten. Ihr habt hier die Lichtquelle und um die Lichtquelle zu regulieren, könnt ihr hier das Ganze an der Kondensoblende verstellen und dadurch natürlich auch den Kontrast einstellen. Soweit ist das Mikroskop erstmal aufgebaut, damit ihr weitermachen könnt, solltet ihr darauf achten, dass der Objekttisch in der tiefsten Position ist. Das heißt, ihr müsst hier an dem Grobtrieb nach unten drehen, dass es sozusagen ganz nach unten gedreht ist. Ich drehe gerade in die falsche Richtung, wie ihr seht. Also in die entsprechende Richtung ganz nach unten einstellen. Kleinstes Objektiv wählen, wie gerade schon gesagt, hier die Vergrößerung 10. Ihr könnt es auch hören, wenn es eingerastet ist. Jetzt, dann klappt es. Und dann seid ihr eigentlich schon startklar und braucht nur noch euer Präparat. Wenn ihr das Ganze natürlich wieder abbauen wollt, entsprechend die umgekehrte Reihenfolge, den Objekttisch wieder ganz nach unten fahren. Kleinste Einstellung sollte dann eingestellt sein. Dann bitte Licht ausschalten. Strom abstecken und viel Spaß beim Mikroskopieren.